Alexa, gemütlicher Abend. Hey Drache, wärst du lieber... Ach, halt doch die Fresse, du Arschloch. Pass lieber auf, dass du nicht im Gefängnis landest mit deiner Asozialität, was du hier an den Tag legst. Ich schlag gleich noch andere Sachen, wenn du jetzt hier die Fresse ein bisschen aufreißt, du Arschloch. Warum müsst ihr immer noch nachtreten, wenn jemand schon am Boden liegt, ihr Arschlöcher? Ganz im Ernst, Alter. Das macht ihr nicht mit mir. Ich bin mehr wert als ihr Arschlöcher, die hier Scheiße bauen. Und ja, wenn das arrogant war, dann zeige ich euch mal, was richtige Arroganz ist. Nämlich habt nämlich teilweise gar keine Ahnung, was immer Arroganz ist, Alter. Wenn ihr mir die Fresse aufreißt, ey. Küss mich, halt mich, lieb mich. Küss mich, halt mich, lieb mich. Ich verbringe Weihnachten mit niemandem. Oder besser gesagt, wer will schon Weihnachten mit mir verbringen? Nee, man soll jetzt Weihnachten schon mit seiner Familie verbringen. Ich verbringe es ja auch mit meiner Familie. Ich bin zwar eine Ein-Mann-Familie, also mit mir alleine, aber das passt schon. Ich bin damit zufrieden. Kekashi hat sich vor längerer Zeit schon mal abgewendet. Er ist schon vor längerer Zeit nicht mehr da gewesen. Da gab es ein Problem mit mir und ihm, was wir da hatten anscheinend. Ein Missverständnis, das dann nicht mehr geklärt werden konnte und er hat dann deabonniert und ja. Du willst Stress mit mir? Okay, kannst du haben. Du wirst gebannt, du Arschloch. So, ich hab gewonnen. Kannst du dich auch mal bedanken? Nein. Bist der Beste da? Klar bin ich der Beste. Lille, es reicht. Du fliegst jetzt raus. Hast du bei mir im Stream schon mal schlechte Lieder gehört? Außer wenn sie sich gewünscht wurden. Hast du deine Freundin überhaupt schon mal in echt gesehen? Nein. Und du deine? Ach stimmt ja, es ist die rechte Hand. Mia, bitte nichts Privates ausplaudern. Dankeschön. Was ist für dich der Sinn des Lebens? Ficken, bumsen, blasen. Nee, natürlich nicht. Das ist nur eine Redewendung, Leute. Macht da eine blinde Show draus. Der Sinn des Lebens ist, dass man das, was einem gegeben ist, die Zeit, die man hat, möglichst gut nutzt. Und möglichst wenig andere Leute dabei belästigt. Und schon der Pool. Nee, was, wow, 200 Zuschauer hattest du schon lange nicht mehr. 200 Zuschauer ist der Standard bei mir. Was machst du beruflich, wenn ich fragen darf? Ich glaube, der war noch nicht fest genug. Bei Karre sind gerade über 1000 Zuschauer. Wie findest du das? Ist mir egal, wie viel bei wem sind. Was interessiert mich, wie viele Zuschauer bei wem sind? Nein, ich habe kein Spotify. Aber du kannst da mal auf Spotify meinen Song reinziehen und holen, wenn du magst. Aber du kannst auch, wenn du magst, mal einfach gucken auf Amazon. Hier oben müsste ein Link sein. Kannst auch mal gucken, da gibt es extra einen Amazon-Link. Weil immer Leute gemeint haben, sie möchten lieber mich als Juno unterstützen und da habe ich den YouTube, den Amazon-Account mal gemacht. YouTube Juno, weil ich auf Juno Partner bin und damit auch Geld verdiene und das meinen Lebensunterhalt verdient und finanziert. So, warst du schon mal im Ausland? Warum fragt ihr mir so einen Blödsinn? Was interessiert ist, ob ich im Ausland schon mal war? Außerdem kann man das überall nachgucken, habe ich schon 100 Mal gesagt. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid im nächsten Stream wieder mit dabei. Macht mir keinen Blödsinn, macht mir keine Schande, benehmt euch anständig und ja, hatet niemanden. Danke fürs Zuschauen, haut rein, euer Drache. Tschö.